Ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Thema. Es wird frisch in unserem schönen Wald, aber wir lassen uns nicht vertreiben. Wir wollen das Thema, das wir beim letzten Mal angesprochen haben, heute vertiefen. Und zwar wollen wir uns konkret anschauen, wie sieht der Glaube der Gotteskinder aus? Wenn wir über den Glauben sprechen, dann ist es notwendig zu unterscheiden, dass es einen wahrhaftigen, rettenden Glauben gibt. Und es gibt einen Glauben, der vorgibt zu glauben. Der scheinbare Glaube leugnet die Existenz Gottes nicht. Ja, die Heilige Schrift sagt uns, auch die Dämonen glauben und zittern. Die Heilige Schrift berichtet uns, dass die gefallenen Engel, die Dämonen, an die Existenz Gottes glauben, an seine Macht und auch an die Wahrhaftigkeit seines Wortes. All diese Dinge nehmen sie grundlegend an. Aber das heißt noch lange nicht, dass das der Glaube ist, den Gott sich für uns wünscht. Wenn ein Mensch zugibt, dass Gott existiert, dass er mächtig ist und dass sein Wort wahrhaftig ist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass dieser Mensch einen rettenden Glauben hat. Wie sieht der rettende Glaube aus? Ein wahrhaftiger, echter Glaube nimmt Gott beim Wort. Der Mensch, der Gottes Charakter in seinem Wort entdeckt, der begreift, dass Gott die Liebe ist, wird bereit sein, seinen Willen Gott zu unterstellen. Der Mensch, der zweifelt, ob Gott es wirklich gut mit ihm meint, wird niemals sich ihm völlig hingeben. Über die Kinder Gottes heißt es aber, dass sie Gott nicht nur vertrauen in Bezug darauf, dass er die Wahrheit ist, sondern dass er es gut und sogar sehr gut mit ihnen meint. Wie kann ich prüfen, ob mein Glaube wahrhaftig ist? Wenn ich etwas in Gottes Wort lese, bin ich bereit, diesem Wort meinen Willen zu unterstellen? Gehört mein Herz Gott? Gehören meine tiefsten Zuneigungen ihm? Wahrhaftiger Glaube wirkt durch die Liebe und reinigt die Seele. Der Mensch, der bereit ist, sich unter Gottes Wort zu stellen, wird in das Ebenbild Gottes verwandelt. Dieses Wort bleibt nicht ohne Wirkung in dem Leben des wahrhaftig Gläubigen. Der Mensch, der sich Gott hingegeben hat, wird erfahren, dass sein Denken und Fühlen erneuert wird. Er fängt an, Freude an Gottes Wort, an seinem Gesetz zu finden. Der Psalmist sagt dazu, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Der Mensch, der durch den Glauben das Wort Gottes annimmt, wird erkennen und persönlich erfahren, dass der Wille Gottes das Beste für ihn ist. Wenn ich sehe, wie Gott bestimmte Menschen anschaut und mit welchem Mitleid und Mitgefühl er den Sünder betrachtet, dann werde ich auch in meinem Leben nicht länger die Menschen richten, weil sie vielleicht Fehler oder Sünden in ihrem Leben begehen, sondern ich werde anfangen, durch die Augen Gottes diesen Menschen zu sehen. Und auch ihn, der vielleicht sogar mir Schaden zufügt, mit Mitleid betrachten. Mein Blick, mein Wille wird sich mehr und mehr mit dem Blick und mit dem Willen Gottes vereinen. Jesus Christus wandelte in dieser Welt und sein Wille war dem Vater so weit untergestellt, dass er sogar bereit war, bis in den Tod für uns zu gehen. Er vertraute, dass der Wille Gottes das Beste ist. Es gibt Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben und sich von Herzen wünschen, ein Kind Gottes zu sein. Doch wenn diese Menschen in ihrem Leben Fehler und Sünden erkennen, wenn ein Mensch entdeckt, dass in seinem Charakter noch Wesenszüge sind, die ganz anders sind als die Wesenszüge Christi, dann könnte dieser Mensch verzweifeln und entmutigt werden. Dieser Mensch könnte vielleicht sogar anzweifeln, ob er sein Herz Gott jemals hingegeben hat. Ich möchte dir eine Ermutigung mitgeben. Sei nicht entmutigt, wenn du Charakterschwächen, Fehler oder Sünden in deinem Leben entdeckst. Du darfst mit jeder Last, mit jeder Sorge und mit jeder Sünde zu deinem himmlischen Vater kommen. Als Kind Gottes darfst du wissen, dass auch wenn du Fehler machst, du immer zu deinem himmlischen Vater gehen darfst. Das heißt nicht, dass wir sündigen sollen. Du darfst nur wissen, dass wenn du gefallen bist, du dir sicher sein darfst, dass Gott dich nicht verstoßen hat. Er ist gerne bereit, dir wieder aufzuhelfen, dir Trost zu schenken
und dir die Kraft zu geben, an seiner Seite zu wandeln. Ja, es mag sein, dass wir als Kinder Gottes häufig zu Jesus kommen dürfen, weinend über unsere Fehler und Unzulänglichkeiten. Aber wir dürfen eins wissen, dass er uns niemals verwerfen wird. Selbst wenn ein Mensch fällt, wird Gott diesen Menschen nicht von sich stoßen. Es steht geschrieben, diese Dinge schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vergiss niemals die Worte, die Jesus gesagt hat. Der Vater hat euch lieb. Das ist ein gewaltiger Vers. Jesus sagt, dass der Vater dich und mich lieb hat. Manches Mal denken die Menschen, dass der Vater uns verstoßen hat, dass es nur Jesus ist, der uns liebt. Aber da gibt es einen himmlischen Vater, der dich ganz persönlich mit all deinen Fehlern und Schwachheiten liebt. Der wahre Glaube der Gotteskinder offenbart sich darin, dass sie Gott beim Wort nehmen. Wenn also Jesus sagt, dass der Vater dich persönlich lieb hat und du im Glauben dieses Wort annimmst, dann darfst du erfahren, welche Tiefe und welche Fülle dieses Wort hat. Vielleicht gibt es Menschen in dieser Welt, die dich verachten, die denken, dass du nicht gut genug bist, vielleicht zu schwach bist, zu wenig intelligent, zu wenig Geld hast, zu wenig Fähigkeiten. Vielleicht denkst du von dir selbst, dass du schwach und wertlos bist. Als ein Kind Gottes darfst du all diese Gedanken zur Seite legen. Du darfst dich entscheiden, nicht länger auf dich selbst zu schauen. Es ist tatsächlich eine Befreiung, den Blick von sich selbst abzuwenden. Und das müssen wir täglich lernen. Und unseren Blick auf Gott zu richten. Er ist derjenige, der dich liebt. Der wahre Glaube der Gotteskinder nimmt das Wort Gottes für sich persönlich in Anspruch. Unabhängig davon, wie viel du in deinem Leben leisten kannst, unabhängig davon, wie viel du vielleicht schon falsch gemacht hast, Gott, der Vater, liebt dich ganz persönlich. Und der Glaube der Kinder Gottes wird darin offenbart, dass sie diesen Vers lesen und für sich persönlich in Anspruch nehmen. Was für ein Gedanke, Gott der Vater hat mich lieb. Gibt es etwas in dieser Welt, das ich erreichen kann, das mir einen höheren Wert oder einen größeren Status geben kann, als die Tatsache, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, mich persönlich lieb hat? Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt etwas gibt, das diesem kostbaren Gedanken gleich ist. Und der Glaube der wahren Kinder Gottes nimmt diesen Gedanken, nimmt diesen Vers und erlaubt diesem Vers in ihnen das zu bewirken, was er selbst sagt. Wenn ich also diesen Vers für mich ganz persönlich in Anspruch nehme, dann darf ich die Fülle dieses Verses in meinem Leben erfahren und erleben. Ich möchte dich gerne fragen, bringt das ein Lächeln auf deine Lippen, den Gedanken aufzunehmen, dass du Gott dich lieb hat? Hast du den Glauben der Gotteskinder? Verändert dieser Gedanke deine Gedanken und deine Gefühle? Wie wirkt dieses Wort auf dich? Der Glaube der Gotteskinder wird darin offenbart, dass sie trotz ihrer Schwachheiten, trotz ihrer Fehler, trotz ihrer Sünden zu Gott kommen. Und zwar nicht zu einem Gott, vor dem sie Angst haben, sondern zu einem Vater, der bereit ist, sie so anzunehmen, wie sie sind. Der wahre Glaube nimmt Gott bei seinem Wort und erlaubt dem Wort Gottes, in mir das zu bewirken, was es selbst sagt. Gott hat seine Liebe in diesen Vers hineingelegt. Und diese Liebe Gottes gehört dir, wenn du sie im Glauben ganz persönlich für dich annimmst. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist geschaffen. Und im Glauben darfst du erlauben, dass dieser Vers den heutigen Tag in deinem Leben versüßt. Wenn ich meinen Willen Gott unterstelle, wenn ich mich ihm ganz hingebe, dann wird er das Werk, das er angefangen hat, in mir vollbringen. Das muss nicht ich tun.
Meine Aufgabe ist es lediglich, sein Wort aufzunehmen und dem Wort zu erlauben, in mir das zu bewirken, mich nicht dagegen zu wehren, meinen Willen dem Vater zu überlassen und auch bei ihm zu lassen. Der Glaube der Kinder Gottes wird darin offenbart, dass sie nicht länger sich selbst vertrauen, nicht länger in ihre eigene Kraft vertrauen, sondern allein in die Kraft von Gottes Wort, welches in ihnen das bewirkt, was es selbst sagt. Desto mehr wir unsere Bedürftigkeit erkennen, desto mehr wir unsere Schwachheiten erkennen, desto größer wird die Sehnsucht, zu Christus zu kommen und ihm zu erlauben, dass er seinen Charakter in unserem Leben offenbart. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind, und im Glauben sein Wort annehmen, damit er sein Ebenbild in uns vollenden kann. Ein wichtiger Gedanke ist dabei, dass desto näher wir zu Jesus kommen, desto mehr werden wir erkennen, wie sündhaft wir sind. Warum? Weil sein Licht immer näher kommt und unsere Herzen immer weiter erleuchtet und wir dadurch erkennen, wo es vielleicht noch Bitterkeit, Sünden, vielleicht Lüste gibt, von denen wir bisher vielleicht gar nichts gewusst haben oder die wir ganz weit weg verdrängt hatten. Wenn du deine Sündhaftigkeit entdeckst, dann darf ich dir heute sagen, sei nicht entmutigt. Wenn du deine Fehler entdeckst, habe Mut. Gott ist in der Lage, aus deinen Fehlern etwas Wunderbares zu machen. Gott ist in der Lage, deine Sünden nicht nur zu vergeben, sondern seine Gerechtigkeit in dich hineinzusprechen. Er wird das Werk in dir vollenden. Was ist deine Aufgabe? Halte dich an ihm fest. Glaube seinem Wort und erwarte, dass dieses Wort in dir etwas Neues schaffen wird. In unserem nächsten Video werden wir uns genauer damit beschäftigen, wie wir diese heilsame Beziehung zu Christus vertiefen können und wie wir die Erfahrung machen können, mit Christus vereint und verwachsen zu werden. Der Feind versucht, unsere Sündhaftigkeit gegen uns zu gebrauchen, uns dazu zu bringen, dass wir uns von Gott abwenden, wenn wir Fehler und Sünden in unserem Herzen entdecken. Gott möchte aber, dass wir in unserer Sündhaftigkeit unsere Notwendigkeit in Christus erkennen. Desto mehr Schwachheiten und Sünden du in deinem Herzen entdeckst, desto gewisser darfst du sein, dass Jesus dich gerne von diesen Sünden reinigen und befreien möchte. Geh zu ihm im Glauben. Halte dich an sein Wort fest. Er hat verheißen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung für dich heute. Und ich möchte dich einladen, nimm diese Verheißung für dich heute in Anspruch. Und danke Gott dafür. Als ein Kind Gottes darfst du im Glauben dafür danken, dass er dir vergeben hat und dich gerne angenommen hat. Gottes Kinder werden darin offenbart, dass sie mehr und mehr die Schönheit des Charakters Christi erkennen. Der Mensch, der näher zu Gott kommt, wird mehr und mehr die Missstände in seinem eigenen Charakter entdecken. Und Gott möchte, dass wir, wenn wir diese Dinge sehen, die Flucht zu Christus ergreifen. Dass wir sagen, du bist meine Gerechtigkeit, du bist mein Schöpfer, du bist mein Erlöser, du bist mein Fürsprecher. Gott möchte, dass wir schwach werden, dass wir unsere Schwachheit erkennen, damit wir in Christus stark sein können. Wenn wir mehr und mehr von dem kostbaren Charakter Christi in seinem Wort entdecken, werden wir immer weniger von uns selbst halten. Je weniger wir von uns selbst halten, desto kostbarer und wertvoller wird für uns der Charakter Christi werden. Und der Blick auf unsere Sündhaftigkeit soll uns zu ihm treiben. Er ist unsere Rettung. Er ist unsere Heilung. Und im Glauben darf ich seine Verheißung, dass er das Werk in mir vollenden wird, heute annehmen. Ich möchte dich gerne fragen, wollen wir gemeinsam darum bitten, dass der Glaube der Gotteskinder
in unserem Leben Realität wird. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du gesagt hast, durch Jesus Christus, dass du uns lieb hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Gedanken vollständig zu erfassen, soweit es uns möglich ist. Bitte hilf uns, dich beim Wort zu nehmen. Bitte hilf uns, Herr, nicht nur intellektuell unsere Zustimmung zur Wahrheit zu erklären, sondern hilf uns, Herr, dass wir lernen, deinem Wort zu erlauben, dass es uns durchdringt, dass es uns die Wärme, den Trost, ja, Herr, deine wunderbare Freude in unser Herz hineingibt. Hilf uns, Herr, dich beim Wort zu nehmen und dir zu erlauben, unsere Herzen zu heilen. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.